Herzlich willkommen in unserem Küchenreich. Ich habe euch Svitschko versprochen, also den Sahne-Rinderbraten, die werden so nennen. Das ein Gericht ist, der viel Stunden jemand dann braucht, beziehungsweise das Fleisch. Das ist, wird mit Salz und Pfeffer gewürzt und Lorbeer, Pfefferkörnern mit eingelegt und mit Senf bestrichen. Dann wird es vakuumiert und ab in den Konvektomaten für 12 Stunden bei ca. 90 Grad. Diese modernen Geräte erlauben auch ein bisschen Dampf. Das heißt, wir sind ca. bei 10% Dampf und 90% Gar. So viel Zeit haben wir alle nicht, deswegen haben wir das schon für Sie vorbereitet. Das, was mein werter Thomas, mein Köchlein, euch zeigt, ist jetzt der Grund für die Soße. Das heißt, da wird erstmal Wurzelgemüse mit angeröstet, mit Zwiebeln. Gewürzt wird ein bisschen später. Das heißt, da brutzelt erstmal nur das Gemüse. Anschließend kommt Senf da rein. Vorerst vom Zucker. Da kriegen wir mal die Senfsäure daraus. Okay, so. Es war lang genug drin. Machen jetzt ordentliche Prise Zucker rein. Es ist ja mal um das Gemüse und die Zwiebeln schön karamellisieren und wir diesen leicht süßlichen Geschmack immer mit reinbekommen. So, das, was wir jetzt machen, ist die Zitrone nochmal mit reinquetschen. Klassischer Svitschkova muss süß-sauer schmecken. Sehr, sehr wichtig. Das darf nicht zu süß, nicht zu sauer sein. Die ja, tam hodím do omáčky. Nedávám tam moc, protože ta kůra většinou pak bývá hořká. Eine halbe Zitrone kommt nochmal mit rein, natürlich Bio-Zitrone, um diesen leichten Bitterstoff aus der Schale mal mit reinzubekommen. Nur ein wenig Salz. Das ist unser Sud, was wir beim Kochen des Fleisches gewonnen haben. Da wurde auch natürlich mit ein bisschen Gemüse. Smetanou. A podle chutí třeba dáme ještě citron, cukr, sůl, záleží. Ale záleží tolik ten výpek, jak je samý. Jo. Also ihr Lieben, da wir ja mal keine Zeit haben, euch ja mal dann alles zu zeigen, deswegen eine verkürzte Variante. Das heißt, das, was jetzt alles hier drin ist, kocht ungefähr eine halbe Stunde. Wir arbeiten aber mit solchen Töpfen, das dauert dann 2 bis 3 Stunden. Die Zitrone muss dann anschließend raus, die darf auch nicht arg zu lange da drin sein. Dann wird alles püriert und nochmal abgeschmeckt, nochmal Salz, Zitrone. Ab und zu mal kommt auch ein bisschen Essig rein, wenn das Ganze alles zu kräftig und zu süß ist. Ordentlichen Schluck Sahne und letztendlich muss das finale Produkt so aussehen. Wir richten an. Fleisch natürlich zuerst. So, habt ihr gesehen, wie saftig das Ganze ist? Schön. 12 Stunden hat so vor sich rumgegart. Ordentlich Soße drauf, weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn du Soßengericht hast Knödel dazu und du hast dann keine Soße. Es gibt nichts Schlimmeres. Also wenn ihr irgendwo seid, eine tschechische Kneipe und die Knödel und das reicht nicht, die Soße. Ihr müsst immer nach der Soße verlangen. 4 Scheiben, Standard, schön quer geschnitten und jetzt kommt nochmal leichte Deko, Scheibe Zitrone und so sieht das fertige Produkt aus. So, fertig. Ihr wollt was typisch Tschechisches sehen? Ihr habt es. Das ist wirklich unser berühmtestes Produkt, der Svitschkova, der Sahne-Rinderbraten. Mit böhmischen Knödeln, Zitrone, Preiselbeeren und Sahne. Es ist mit viel Arbeit verbunden. Ne? Wer will schon 12 Stunden irgendwie in der Küche stehen? Wir machen es für euch. Kommt Restaurant Hovinek auf der Winterbergstraße 68 oder unser neues Projekt ist in Pirna am Markt 20, direkt neben Tom Paus Theater. Wir freuen uns auf euch und kommt einfach mal und esst bei uns. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de